Es ist so ein bisschen wie zurückkommen, schon einige so bekannte Gesichter gesehen. Wenn man da irgendwie auch gleich die Bedingungen sieht, da hat man direkt Bock, irgendwie, dass bald losgeht und ja, alle kennenzulernen. Spannende Sache. Sie bringt viel Erfahrung natürlich mit, nachdem sie in Bayern weg ist, Leverkusen, dann war sie in Potsdam, hat also auch viel gesehen in der Bundesliga, bringt viel Erfahrung mit, hat auch ein gewisses Alter, wo sie halt unserem Torwartteam auch helfen kann. Das ist uns auch wichtig. Wir haben zwei sehr junge Torhüterinnen mit Maler und Cecilia. Und da ist es wichtig, dass Anna vor allen Dingen auch eine gute Rolle in diesem Team übernimmt, da auch immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich hatte hier eine super Zeit. Wir sind ja von Aschheim hier hingezogen mit der zweiten Mannschaft. Haben das genießen können, hier den Anfang irgendwie zu starten und haben ja dann auch noch die Meisterschaft geholt. Also die Bedingungen, den Verein, so ja generell. Die Stadt München, das ja, ist schon was Besonderes für mich. Es ist immer wieder schön, wenn Spielerinnen den Weg auch zurück zu Bayern finden. Anna war ja ein paar Jahre auch hier beim FC Bayern. Ja, eine Rückkehr in die Bayern-Familie. Sie kennt die Strukturen, sie kennt auch noch viele Leute. Und das macht natürlich auch eine Integration viel, viel leichter. Und ist für uns wirklich ja, schön. Und wir freuen uns, dass Anna auch ja, diesen Weg wieder zurückgeht. Ich denke, in den 4 oder 5 Jahren, jetzt, die ich jetzt weg war, ja, habe ich mich einfach am Ende schon zu einer Bundesliga-Torhüterin entwickelt. Und ja, das in ganz, ganz vielen Bereichen. Nicht zuletzt jetzt auch irgendwo in Potsdam nochmal als Führungsspielerin und natürlich auch mit dem Alter irgendwie mich dahin entwickelt, ja, da einer Mannschaft ja, eine ruhige Rückendeckung von hinten rauszugeben.